Last Guardian ist endlich da. Lange hat es gedauert. Die meisten Fans reden über das ewige Warten und das Hoffen, das man über die letzten Jahre angesammelt hat, wenn sie an The Last Guardian denken. Das kommt natürlich nicht irgendwo her. Ein Grund dafür war der geistige Vorgänger. Shadow of the Colossus. Nachdem sich Fumito Ueda nach seinem großartigen Erstlingswerk Ico aus dem Jahre 2001, bei dem die gegenseitige Hilfe zwischen einem kleinen Jungen mit Hörnern und einem hilflosen Mädchen und das akrobatische Rätsel in einer verlassenen Burg im Mittelpunkt stehen, an ein neues Projekt setzte, war ihm eine Sache wichtig. Die Begegnung mit der Gräueltat, welche sich wie ein roter Faden durch die gesamte Reise ziehen soll. Er designte das Meisterwerk Shadow of the Colossus, welches 2005 auf der PlayStation 2 erschien. Eine herausragende Designarbeit der Videospielgeschichte, die leider bis heute zu wenig Beachtung findet. Es beginnt schon im Intro, indem man den jungen Wander und seinen treuen Gefährten Agro über eine imposante lange Brücke stolzieren sieht. Auf dem Rücken des Pferdes befindet sich allerdings noch jemand anderes. Eine leblose Frau. Wir wissen nicht, wer sie ist oder wie sie in Verbindung mit Wander steht. Ihr Ziel ist das Zentrum dieses Landes. Ein monumentaler Tempel ragt empor. Menschenleer, verlassen und ruhig. Um das Mädchen zu retten, teilt uns eine gottähnliche tiefe Stimme mit, dass es nötig ist, die hier ansässigen 16 Kolosse, die in diesem Land leben, niederzustrecken. Während der Wind an uns vorbeirauscht, machen wir uns also mit unserem Pferd Agro auf, nur mit einem lichtreflektierenden Schwert, das uns immer den nächsten Aufenthaltspunkt eines Kolosses verrät, und einer Mischung aus Neugier und Ehrfurcht auf. Wir reiten durch schier grenzenlose Prärien, versenkte Schluchten oder verwaiste Ruinen, unserem Ziel stets im Blick. Versuchen mit akrobatischer Geschicklichkeit zerstörte Brücken oder Abhänge zu überqueren, nehmen jedes Hindernis in Kauf, um dann vor der wirklichen Herausforderung zu stehen. Denn wenn wir uns vor einer dieser friedlichen Kolosse befinden, zum Teil ca. 30 Meter hoch, welche sich geschmeidig durch das Land bewegen und dabei mit jedem Schritt den Boden zum Beben bringen, egal ob im Sand, in der Luft, in der Wüste oder in einer Höhle, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Hier zeigte Shadow of the Colossus den bis dato technischen und visuellen Höhepunkt des Gaming-Designs. Wie kommen wir nun mit nichts außer einem Schwert und Pfeil und Bogen nun auf dieses fantastische, riesige Wesen? Wir beginnen zu analysieren. Die Bewegungen, die Umgebung, die ruhige Musik fügt sich wie ein Mantel über den Moment. Es muss einen Weg zu seiner Schwachstelle geben. Haben wir den richtigen Moment erfasst, klettern wir über die Beine, die Flügel oder den Rücken immer weiter empor und bemerken, dass die Kolosse in sich bewegende Levels sind. Meter für Meter erklimmen wir das bezaubernde Wesen, während es den nervigen, zwickenden Insekt loszuschütteln versucht. Die epische Musik von Komponist Kōf Ōtani treibt einen regelrecht an. Die R1-Taste immer umklammert, halten wir uns an den Koloss fest, während wir an Ausdauer verlieren, welche uns immer per Anzeige eingeblendet wird. Unsere Hände werden schwächer, aber dann sind wir da. Der Koloss versucht uns noch mit allen Mitteln zu greifen, abzuschütteln, loszuwerden, aber wir stechen unser Schwert tief in die leuchtende Markierung hinein. Und wir bestaunen, wie das Leben aus dem Koloss entschwindet und er zu Boden fällt. Wir haben gesiegt. Was für eine nervenzerreißende Odyssee. Jeder der 16 Kolosse, die dieses Land noch an Leben bleibt, muss mit einer anderen Herangehensweise erklommen und getötet werden. Das mag aufgrund der Anzahl und das Fehlen von anderen Aktivitäten in dieser Welt rudimentär klingen, ist aber aufgrund des vielschichtigen und wundervoll gestalteten Kolosse im Zusammenspiel mit dem reduzierten Spieldesigns hervorragend effektiv. Effektiv,
weil wir als aktive Handlungspunkt dafür sorgen, dass dem Land das Letzte entzogen wird, das es noch hat: seine Seele. Ueda hat etwas geschaffen, das man selten in Videospielen erlebt. Es ist ein faszinierendes Abenteuer mit madem Beigeschmack. Technisch mag es gerade auf der PlayStation 2 nicht ganz flüssig laufen, da kam wahrscheinlich die Konsole an seine Grenzen. Und so richtig smooth ließen sich weder Hauptfigur Wanda oder Agro noch die Kamera steuern. Aber fernab von wildem Itemwust, Questballast und Cutscene-Gerangel durchlebten wir eine Geschichte mit einem besonderen Finale, das man nicht allzu schnell vergisst. Es schafft ein besonderes Gefühl. Es schaffte mühelos den Rhythmus zwischen seliger Ruhe und behaglichem Sturm. Und wenn ich nach 15 Stunden das Pad in den Credits umklammere und mein Blick nicht mehr vom Bildschirm wandern möchte, dann habe ich hier ein verdammt geiles Spiel gespielt. Wer dieses Meisterwerk noch nicht gespielt hat und etwas geldflüssig hat, kann sich entweder die noch gut erhaltene, aber etwas ruckelige PlayStation 2 Version holen oder das gelungene Remake auf der PlayStation 3 in HD zocken. Und nebenbei kriegt man noch den geistigen Vorgänger Ico mit dazu. Also worauf wartet ihr? Denn meiner Meinung nach verpasst ihr hier ein ganzes Meisterwerk.